Selbstbewusst, kann man ihr das zutrauen, so die nächste Stufe zu erreichen? Die Gesamtausstrahlung, ne, das Gesicht, Lächeln, also einfach dieser erste Eindruck, sag ich mal. Und in der zweiten Runde geht es dann natürlich um die Figur, so im Bikini. Aussehen macht kalt. Eine Miss nicht das Äußere aus, also natürlich, klar, gehört das auch ein Stück weit dazu. Aber ich achte ganz besonders drauf, ob die Mädchen sich wohlfühlen auf der Bühne, ob sie Spaß haben. Dann genauso wichtig, wehrt sich das Interview, wie redet jemand? Weil der nächste Schritt ist, dass die Dame, die gewonnen hat, zur Miss Nordrhein-Westfalen-Wahl geht. Und das ist quasi ja schon die letzte Wahl, bevor es zur Miss Germany-Wahl geht. Und dementsprechend achte ich da natürlich schon drauf, dass ich da keinen ins offene Messer laufen lasse, sondern dass schon eine Dame hier gewinnt, die auch dann schon sich gut verkaufen kann. Wir küren jetzt den ersten Platz der Miss Sauerland-Wahl 2016 im Sterncenter Lüdenscheid. Und zwar heiße ich herzlich willkommen Lisa Mattstedt. Ich bin in Lüdenscheid aufgewachsen, wohne mittlerweile in Dortmund, bin aber eigentlich noch täglich in Lüdenscheid. Ich bin Finanzwirtin und arbeite nebenbei im Fitnessstudio. Das sind so die beruflichen Sachen und ansonsten, ich mache gerne Sport, ich reise, ich backe liebend gerne. Ich bin gerne bei meiner Familie, weil die ist einfach alles für mich. Es bedeutet für mich, Miss Sauerland zu sein, weil es meine Heimat ist. Ich bin gerne hier, meine Familie ist hier, meine Freunde sind hier. Stadtfest jedes Jahr, das gehört einfach dazu. Und von daher ist es schon eine große Sache für mich.